Feuer im Kirchheiner Dörfchen. Heute rückte die Feuerwehr Kirchhain zu einem Wohnungsbrand hinter dem Kirchhof aus. Betroffen war ein Haus, das direkt neben dem dort ansässigen evangelischen Pfarramt brannte. Der Kirchhof und die nähere Nachbarschaft sind seit einiger Zeit immer wieder Hotspots für Polizeieinsätze. Nachbarn und Ortskundige berichten von einer Party- und Drogenszene, die dort in den vergangenen Monaten sehr aktiv sein soll. Weiteren Aussagen zufolge gab es auch Probleme mit den Anwohnern des heute brennenden Hauses. So soll die Bewohnerin unter anderem ihrer Vermieterin noch eine halbe Stunde vor dem Brand damit gedroht haben, das Gebäude anzuzünden, bevor sie dort ausziehen würde. Dank des tatkräftigen Einsatzes, auch der Feuerwehren und Hilfskräfte aus der Umgebung, ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle und die Ermittlungen zur tatsächlichen Brandursache laufen. Zum Glück konnte der Brand rechtzeitig eingedämmt werden, sodass umliegende Gebäude bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.